Wir führen seit einer Weile mit Menschen, die in besonderer Weise mit der aktuellen Situation verknüpft sind, sich um bestimmte Menschengruppen kümmern. Und natürlich ist es total wichtig, auch über die europäische Ebene zu sprechen. Denn wenn man so ein bisschen zurückblickt, waren die ersten Schritte im März, die vorgenommen wurden von europäischen Mitgliedstaaten, die Grenzen zu schließen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man sich so unter europäischer Solidarität oder einem gemeinsamen Agieren in dieser Corona-Krise vorstellt. Und genau, ich spreche jetzt mit Conny Ernst, Europaabgeordnete für die Linke. Und genau, wir wollen über diese Fragen auch sprechen. Und zuerst so die ganz plakative Frage, wo ist eigentlich die Europäische Union in dieser Situation? Was passiert da? Oder was passiert nicht? Ja, es passiert natürlich allerhand, wie wir wissen. Es wird über Gelder diskutiert, es wird über Grenzschließungen, über Gesundheitssysteme diskutiert, auch über Geflüchtete, die möglichst draußen bleiben, weil ja Corona alles verhindert. All das ist schon im Fluss, aber was auf dem Fluss nicht ist und was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, mit anderen Worten, das ist wirkliche Solidarität innerhalb der EU. Und das macht einem schon nicht nur Ärger, sondern auch Angst, weil der Zusammenhalt der EU natürlich ein bisschen mehr ist als Gelder. Ne? Dazu gehört die Freizügigkeit zum Beispiel. Wenn es so ist, dass an der polnischen Grenze, wenige Kilometer von hier entfernt, wo ich wohne, praktisch Journalisten angehalten werden, keine Fotos zu machen und von der Grenze wegzutreten, obwohl diese Grenze an der Stelle, wo sie bewacht wird, völlig frei ist, weil da nie ein Mensch rübergeht. Wenn man solche, wie soll ich sagen, Exzesse auch erlebt, oder Länder behaupten, wir machen jetzt einfach mal die Grenze durch ein halbes Jahr oder wir reden über 2 Jahre, aber ein paar Pendler dürfen durch. Also diese Willkür zeigt tatsächlich auch die Zerrissenheit der Europäischen Union im Besonderen und im Speziellen natürlich auch dort, wo es dann um konkretes Geld geht. Es gibt natürlich viele, viele Gelder, die ausgeschüttet werden jetzt, die als Kredite, als Darlehen vergeben werden soll. Aber es ist, glaube ich, nicht der alleinige Weg, mit dem man vorankommt in einer gewaltigen Krise wie Corona, wo es tatsächlich um das Leben der Menschen geht. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat letzte Woche im Bundestag so salbungsvolle Worte von sich gegeben. Sie hat an die Solidarität der europäischen Mitgliedstaaten appelliert, aber nun ist es ja auch gerade Deutschland, das, zumindest ist es meine Wahrnehmung, verhindert, dass es tatsächlich auch sozusagen ökonomische Solidarität mit den am meisten getroffenen Staaten, zum Beispiel Italien, zum Beispiel Spanien, gibt. Wie nimmst du das wahr? Es gab ja letzte Woche auch einen EU-Gipfel, der auch Gelder freigegeben hat. Ist das jetzt sozusagen ein guter Weg oder fehlen da noch Sachen so? Oder was fordert ihr eigentlich als Linksfraktion im Europäischen Parlament? Viele Fragen. Ja, das ist in der Tat so. Es ist ja über viel Geld gesprochen worden, zum Beispiel sofortige Gelder für die Gesundheitsausstattung, für die Verbesserung des Gesundheitswesens in einzelnen Ländern. Das waren 37 Millionen. Man kann über viele Gelder sprechen. Was wir aber sagen ist, uns nützen momentan solche Mittelvergaben wie über Kredite oder Darlehen herzlich wenig, weil die dazu führen, dass die auch zurückgezahlt werden müssen. Die Schuldenlast natürlich für die Länder, die besonders betroffen sind, wie Italien und Spanien beispielsweise, dann noch mehr Verschuldung aufzuweisen haben. Das kann es, glaube ich, nicht sein, ja? Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen für das, was jetzt passiert, tatsächlich so etwas wie eine gemeinsame Haftung, wenn man so will. Und zwar für die Mittel, die jetzt zusätzlich notwendig sind. Und deswegen fordern wir die sogenannten Corona-Bonds als unmittelbares Instrument zur Bewältigung der Corona-Krise, die durch die EZB erworben werden sollen. Das bedeutet nicht, dass wir die Altschulden, die die Länder haben, damit mit in diesen Bonds aufnehmen, sondern die jetzt zusätzlich praktisch zur Verfügung gestellt werden, dafür gemeinsam zu haften, das ist eben etwas Wichtiges. Denn ich erinnere nochmal daran, gegen Griechenland ist dann gewettet worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Griechenland ist niederkonkurriert worden an den Börsen und überall. Und genau das wollen wir nicht, dass Ratingagenturen hier tatsächlich sich einen Sport draus machen, Länder kaputt zu machen.
Und deshalb sind wir enttäuscht, dass dieser Weg bisher noch nicht beschritten wurde. Und vielleicht kurze Nachfrage, gibt es noch Optimismus, dass es diese Corona-Bonds geben wird, die ja Deutschland vor allem auch verhindern wird? Ne? Naja, der Optimismus geht in die Richtung, dass jetzt von den sogenannten Recovery-Bonds gesprochen wird. Das sind also solche für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Das ist, denke ich, ein Weg, der vielleicht einen Kompromiss darstellen kann, hängt aber immer davon ab, was soll denn dann zurückgezahlt werden und wer kommt dafür auf? Grundsätzlich ist die Frage, wer kommt für das Ganze auf, natürlich eine sehr drängende. Das ist natürlich immer der Steuerzahler am Ende. Das ist auch klar, dass der das nur sein kann. Aber was bedeutet das für die Gesellschaften nach der Corona-Krise? Das ist eben das Hauptproblem. Werden dann in den Kommunen die freiwilligen Leistungen alle gestrichen? Was passiert eigentlich danach? Und dieses Nachdenken, was passiert danach und wie können wir das gesellschaftliche Leben, das jetzt abgebrochen wurde, wieder wirklich in Gang setzen und nicht nur dafür sorgen, dass die großen Unternehmen überleben, sondern auch kleine Start-ups, kleine wirtschaftliche Unternehmen, Künstlerinnen und Künstler und viele andere. Das ist die große offene Frage und das ist viel zu wenig wirklich ernsthaft debattiert worden. Genau, ne? Vielleicht von dieser großen Ebene auf ein Herzensthema gesprungen, was euch ja jetzt auch beschäftigt und uns auch beschäftigt, sowohl kommunal als auch auf Landesebene als auch im Bund, die Situation der Geflüchteten in den griechischen Lagern. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Es wird viel gestritten in Deutschland. Man war irgendwann im März an dem Punkt, dass man jetzt 1400 Leute aufnimmt. Jetzt sind so circa 50 Kinder in Deutschland aufgenommen worden. Aber die Lage ist ja viel dramatischer. Wir reden über 40.000 Menschen, die in den Lagern auf den Inseln festhängen. Tatsächlich auch schon eine lange, lange Zeit. Genau, wie ist deine Perspektive darauf? Oder was könnt ihr da erreichen, um diese Situation endlich zu aufzulösen? Ich glaube, das ist wirklich, wenn wir über Solidarität heutzutage nachdenken und wir sagen, die hört an den Grenzen auf, dann ist das keine. Das muss man vielleicht mal ganz klar sagen. Und wir sollten als Linke auch wirklich hart dort bleiben. Ja, auch die Geflüchteten haben unsere Solidarität nötig. Und die Situation in den Hotspots auf den griechischen Inseln ist wirklich eine Katastrophe. Aber nicht nur die griechischen Inseln muss man sehen, auch zum Beispiel die Landgrenzen zu Bosnien, Kroatien. Das ist wirklich dramatisch, was dort passiert. Ja, schaut man sich Lesbos an, wir kennen ja Moria durch mehrere Besuche, dann wissen wir, dass da die Leute in Zelten jetzt untergebracht sind, dass sie Essen nicht ausreichend zur Verfügung haben, dass jetzt Corona-Fälle natürlich hineingetragen wurden, ganz klar durch viele Helferinnen und Helfer und andere, die von außen gekommen sind und damit natürlich auch das Problem in die Lager geraten ist. Und dann werden jetzt Hotels freigesetzt für Geflüchtete. Es gibt Gegendemonstrationen seitens der griechischen Bevölkerung auf den Inseln. Die sagen, die sollen alle weg und wir wollen unsere Ruhe haben. Man muss sagen, dass die gesamte Politik der Hotspots ja nicht ein aktuelles Thema ist, sondern über Jahre sich hinweggezogen hat. Nach 2015 wurden die Hotspots Griechenland aufgezwungen. Man hat Griechenland erpresst dazu. Und wir haben dort, wie soll ich sagen, riesige Badewannen, die praktisch voll laufen mit immer mehr Geflüchteten. Und es ist überhaupt nicht beherrschbar für Griechenland, die Situation menschenwürdig zu gestalten. Wir sagen, wir müssen unbedingt diese Hotspots auflösen. Das muss passieren, sukzessive, dass man Stück für Stück die Leute nicht nur auf dem Festland in Griechenland unterbringt, sondern auch in den Mitgliedstaaten. Und diese Art der Solidarität hier zu unterstützen, auch Griechenland zu unterstützen oder Italien beispielsweise, das fehlt tatsächlich. Das ist alles nur Blabla. Und wir wissen, dass es wenig Bereitschaft gibt, Menschen aufzunehmen. Und ich glaube, man muss jetzt diese Forderung auch aufmachen. Und wer mir jetzt damit kommt, ja, in Corona-Zeiten ist das ein schlechter Zeitpunkt. Welcher Zeitpunkt ist gut, um Geflüchtete in Europa aufzunehmen? Es gibt diesen Zeitpunkt nicht. Und deswegen muss diese Forderung aufgestellt werden.
Genau, da bin ich total bei dir und da müssen wir oder ihr auf europäischer Ebene mit uns zusammenarbeiten. Aber siehst du den Punkt jetzt angekommen? Wir haben ja auch die Situation, dass bestimmte europäische Staaten sich bis aufs Messer verweigern und es da irgendwie keine einheitliche Linie gibt. Ne? Was könnt ihr da vielleicht auch von EU-Ebene machen? Es gibt ja Sanktionsmöglichkeiten oder auch Belohnungssysteme. Ja, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel Polen und Ungarn geklagt haben vor dem Europäischen Gerichtshof, dass sie möglichst keine Geflüchteten aufnehmen und es keine Quoten dafür geben sollte auf europäischer Ebene, dann freue ich mich, dass die wirklich verloren haben, diese populistischen Regierungen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns und zeigt, dass wir tatsächlich dranbleiben müssen. Wir müssen die Kritik üben an diesen Länder, die gar niemanden aufnehmen wollen. Ich meine, null, zero. Ja? Das geht gar nicht. Und wir müssen darum kämpfen, dass wirklich alle Mitgliedstaaten sich beteiligen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, unsere Funktion ist natürlich als Parlament, möglichst mehrheitlich Positionen zu entwickeln in die Richtung, dass wir jetzt eine Umverteilung oder eine Verteilung der Geflüchteten nach Europa durchführen müssen. Das ist durchaus möglich. Wir haben eine, wenn man so will, mit der Linkskoalition bei uns im Innenausschuss. Das ist vielleicht ein Seltenheitswert im Europäischen Parlament, aber es gibt diese mit der Linkskoalition. Wir diskutieren gemeinsam solche Fragen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass zum Beispiel überhaupt Covid-Maßnahmen, Anti-Covid-19-Maßnahmen ergriffen wurden. In Griechenland, da hat ein Riesendruck erstmal gegeben, dass überhaupt irgendetwas passiert auf der Ebene. Und wir haben auch Druck dagegen gemacht, dass Griechenland einfach mal hoppla hopp die Asylbearbeitung von Asylanträgen ausgesetzt hat. Also man suspendiert das Asylrecht einfach mal. Das geht natürlich nicht. Wir haben da auch den UNHCR mit eingeschaltet und Gott und die Welt, wir haben Anhörungen auch jetzt unter diesen Bedingungen natürlich veranstaltet. Gestern übrigens zu Libyen, wo wir deutlich gemacht haben, dass Libyen eben kein sicherer Drittstaat ist für Geflüchtete und deswegen auch der Weg nach Europa eröffnet werden muss. Also das ist natürlich unsere Funktion, viel Öffentlichkeit herzustellen, Druck auf die Kommission auszuüben und diese Länder, die am meisten sich dagegen wehren. Das sind viele osteuropäische Länder, das muss ich dazu sagen. Aber das ist eben auch unser eigenes Land, wenn ich mit daran denke, dass Seehofer und Maas nicht bereit gewesen sind, Charterflüge zu genehmigen von Mission Lifeline, die diese Flüge bereitgestellt hätten um Geflüchtete aus Griechenland von den Hotspots nach Deutschland zu bringen. Ja. Und da gibt es eben keine Landeerlaubnis, da gibt es keine Starterlaubnis. Und da beißt sich der Schwanz, der Hund in den eigenen Schwanz. Und da sieht man, wie tatsächlich Politik gemacht wird, dass das verschoben wird von Land zu Land, von Thema zu Thema. Und das macht die Dinge natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, alle haben hier ein Defizit und das müssen wir auch anklagen. Und wir müssen in unseren Mitgliedstaaten auch Druck machen, dass hier tatsächlich etwas nach vorn geht. Genau. Vielleicht eine ganz pragmatische Frage. In den verschiedenen Parlamenten wird ja weitergearbeitet. Heute ist zum Beispiel Stadtratssitzung in Leipzig mit Präsenz, Landtagssitzung in Dresden mit dem halben Landtag. Wie arbeitet eigentlich dieses riesige europäische Parlament jetzt zu diesen Zeiten zusammen? Ihr könnt ja nicht zusammentreffen. Wie arbeitet ihr und funktioniert das? Ich glaube, wir machen das wie ihr. Es gibt eine Videokonferenz nach der anderen. Ne? Also indem man sich kurz schaltet und muss dazu sagen, dass in Corona-Zeit ich festgestellt habe, dass wir noch nie so eng zusammengearbeitet haben. Auch über die Ebenen hinweg. Zum Beispiel haben wir deinen großartigen Antrag, den du eingebracht hast in den Sächsischen Landtag, den haben wir jetzt vertickert als Beispiel, für die Aufnahme von Geflüchteten zu sorgen, weil es ja auch Gutachten gibt, die deutlich machen, dass auch ohne das Okay von Seehofer Länder, also regionale Einheiten, wenn man so will, also Bundesländer Aufnahme von Flüchtlingen vornehmen können. Und das ist zum Beispiel etwas, womit man viel anfangen kann. Ich kann so einen Antrag mitschleppen, ich kann sagen, guck mal hier, das ist möglich, frag doch mal die anderen, warum machen die denn nichts?
Und bums, passiert es, dass wir uns morgen verständigen mit den Vertretern der drei Länder, Thüringen, Berlin und Bremen, wie denn vielleicht die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland über diese drei Bundesländer, wo wir ja eine wichtige Rolle spielen als Linke, vorantreiben können. Also all das hängt zusammen. Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Wir müssen gemeinsam auf den verschiedenen Ebenen spielen. Da sind wir richtig stark. Und das, muss ich sagen, gelang eigentlich noch nie so gut wie jetzt, ne? Würde ich sagen. Hat also auch positive Seiten. Wir sehen uns ja jetzt auch, ne? Per Video und sonst halt nicht so oft. Genau, vielleicht eine letzte Frage, doch nochmal der Europabezug. Was würdest du sozusagen auch einer Linken in Deutschland, der Linkspartei in Deutschland mitgeben? Wie muss sie jetzt sozusagen auch politisch denken? Also ich habe das Gefühl, man denkt schon in einer kleinen nationalen Einheit, auch die Linke ist davor nicht gefeiert. Wird gefeiert, dass man weniger Infektionszahlen hat als die Nachbarn und so weiter. Ne? Und auch zu den Grenzschließungen waren die kritischen Stimmen kaum zu hören. Wie denkst du, muss eine Linke, eine emanzipatorische, globale, europaweite Linke jetzt in der Krise auch Probleme anpacken? Ja, das wäre hübsch, wenn man sie hören würde. Das wäre schon mal ein echter Beitrag. Eigentlich egal zu welchem Thema. Ich finde, dass man zwei Dinge hier im Auge haben muss. Das eine ist, wir dürfen uns auf nationalistische Spielchen nicht einlassen. So die bösen Polen und Tschechen, so sehr ich ihre Grenzschließung nicht mag. Und wir sind die guten Deutschen. Ja, also auf diesen Ethnienquatsch dürfen wir uns nicht einlassen. Auf diese nationalistische Spiele, die überall jetzt passieren. Da kannst du hingucken, wo du willst, in verschiedenen Ländern. Der Rückzug auf das Nationale ist sehr, sehr stark. Das müssen wir, glaube ich, angehen. Das dürfen wir nicht zulassen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ja? Und wir müssen uns auch darum bekümmern, dass wir die Menschen in diesen Ländern, bleibe mal bei Polen und Tschechien, die Widerstand gegen so etwas leisten, auch unterstützen und uns solidarisch jetzt zeigen. Das ist also etwas, wo wir viel, viel lauter werden sollten und aus diesem nationalen Kontext heraustreten sollten als Linke. Mein Gott, wir sind viel wichtiger für Europa. Unsere Stimme ist gerade jetzt wichtig, ist das eine. Das andere ist, dass wir vielleicht als Partei auch ein bisschen mutiger sind, wenn es um Fragen von Geflüchteten geht. Ja, wir müssen Geflüchtete jetzt aufnehmen. Ganz simpel. Der Sommer steht bevor. Machen wir uns aber nichts vor. Was passiert denn da? Ja? Aus den großen Krisenregionen und aus den Dürreregionen, es kommen ja auch Klimaprobleme hinzu, die ja sogar anwachsen, was Menschen dazu treibt, ihr Land zu verlassen. Also die Menschen werden kommen. Es wird einfach passieren, dass wir tatsächlich unsere Konzepte auf den Tisch legen und sagen, ja, wir stehen dazu, dass wir auch Geflüchtete aufnehmen, dass wir die Solidarität auch auf sie ausdehnen. Und das macht man mit lauter Stimme. Da geht es nicht darum, rumzuschreien, hier Grenzen für alle und alles auf. Aus diesem populistischen Kram müssen wir heraus und ganz pragmatisch sagen, so, wir haben knapp 140 Städte und Kommunen, die bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. So, wie machen wir das? Wie können wir das befördern? Was benötigen diese Kommunen vielleicht auch noch an Unterstützung von uns möglicherweise? Und wie können wir mit denen in Kommunikation treten, um das Thema Aufnahme von Geflüchteten hinzubekommen? Das, denke ich, ist wichtig. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Partei noch viel stärker und massiver für Corona-Bonds geworben hätte. Das, denke ich, ist wichtig. Aber grundsätzlich, unsere Partei muss lernen, über ihren nationalen Kontext hinaus zu schauen und zu sehen, wir hängen alle miteinander zusammen. Wir gewinnen oder verlieren europäisch, in der Europäischen Union. Wir können die jetzt zerschlagen und kaputt machen innerhalb der Corona-Krise, den der Nationalismus wieder Einzug hält überall. Wenn wir hier nicht eine Stimme dagegen sind, dann glaube ich, werden wir eine Nach-Corona-Zeit erleben, vor der wir uns beide, wie wir hier jetzt am Telefon sitzen, wahrscheinlich grauen werden. Ja? Also auch der Kampf darum zu sagen, die Begrenzungen von Freiheitsrechten, die es jetzt gibt, das muss rückgängig gemacht werden dann. Wir brauchen noch eine kritische Stimme. Wir müssen das auch sagen. Es ist ja auch nicht schlimm, so etwas zu sagen. Die Kritik muss immer erlaubt sein, auch zu Corona-Zeiten. Das halte ich für extrem wichtig. Und da
höre ich uns zu wenig. Das ist alles so zaghaft, das ist alles so im Schleim der anderen. Ja, aber warum denn, ja? Ich will nicht den Wettbewerb antreten, wer ist der bessere Corona-Bekämpfer. Das ist alles Quatsch, ja. Da sind wir natürlich mit allen in einem Boot, das ist völlig klar. Aber die Kritik zu äußern, Freiheitsrechte, ja, die kann man nicht auf Dauer einschränken. Wir können nicht sagen, wir warten jetzt 1,5 Jahre, bis dann alles durch ist. Genau. Und dann können wir wieder eine Versammlungsfreiheit haben oder so. Also das geht so nicht, ja. Und dafür müssen wir uns einsetzen, das ist schwer. Aber es gibt niemanden, der das sonst macht. Also ich finde mal, dass das unser Job ist und den sollten wir einfach erfüllen. Richtige, wichtige, wahre Worte zum Ende. Vielen Dank, Conny Ernst, für den kurzen Einblick. Ja, hab auch vielen Dank.